er kann Jig Bagudan angreifen. Mit dem Boost sogar. Das ist guter Damage, I like this. Ja, okay. Nein, ich werde nicht blind vor Damage. Nein. This is not it. Das zahle ich dir doppelt und dreifach zurück. Oh, da ist jemand piefig. Oh, da ist jemand richtig piefig. So, Gazelle, was ist mit dir? Du kannst gar nichts. Du bist gerade richtig am Abschmatzen. Ergo, Babydrache. Das Problem ist, wenn ich das Ding hier nicht zerstöre, ne? Rennt das Ding weiter Amok oder macht Ryukishin platt? Und das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Von daher, go for the kill. Es ist ein Kill, es ist Erfahrung. It's something. Es ist etwas. Komm. Baboom. So kurz vom Level up, though. Und er ist dann, er wäre dann Level 5. Ich könnte ihn im nächsten Duell dann tatsächlich digitieren lassen. Ich weiß, sie entwickeln sich, aber ich sage immer zu gern digitieren, ja. Warte, du warst... Halt! Du konntest nur diagonal, ja genau. Aber ich kann hier schon den angreifen. Zwar nicht für viel, aber vielleicht ist es gerade eine Option, die ich einfach nehmen muss. Dich schicken wir mal nach. Dich beschwören wir jetzt schon mal. Ich werde, glaube ich, sowieso... Ja, ich greife nur mit Skelengel an. Mehr kann ich mir in diesem Zug nicht erlauben. Ja, der hält ein bisschen was aus. Aber er hat nur noch 6 Monster. Und ich habe noch keins verloren. Was sich jetzt höchstwahrscheinlich in dem Zug ändern wird. Na, wechselst du jetzt wieder? Oh, ich werde von allen Seiten angegriffen. Gut erfasst, Pegasus. Gut erfasst. But why, though? Du hast ein Windmonster. Also manchmal... Oh mein Gott, es überlebt mit einem HP. Und dann kommt der Papageiendrache und bolzt mich weg. Nein! Okay, die Animation ist ziemlich cool. Muss ich gestehen. Ein HP! Ein heftiger Schaden. Du greifst nur diagonal an! You can't do shit! Oh! Babydrache lives! Ich war unkonzentriert. Ja, geh mal zurück. Was machst du denn da jetzt? Was wird das denn jetzt, Pegasus? Jeder Zug bringt mich meinem Ziel. Yugi, du sabbelst mir zu viel. Habe ich das mal gesagt? Was ist, wenn ich jetzt mit dir angreife? Es ist zwar... Es wäre Kill. Oh. Aber du würdest sterben. You would die. Let me figure something out. Das ist so gut wie gar nichts. Licht ist irgendwie richtig ineffektiv gegen den Scheiß. Oh, hier bin ich aber. Hier fühle ich mich doch wohl. Das ist gut. Und ich könnte mit wem anders finishen. Ich muss nur Babydrache vorher wegkriegen. Ja, ich lasse ihn überleben. Das sehe ich nicht ein. Ich greife mit Gazelle an. Das ist auch guter Damage. That's good power. Gazelle tut weh, das gefällt mir. Der macht seinen Job richtig. Der Tiger. Der Bär. Der Löwe. Der Löwen-Tiger-Bär. Dropkick.
Schon mal ein Papagei gedropkickt. Das wirst du bitter bereuen. Och, werde ich das, mein lieber Pegasus. Werde ich das. Oh, mit ihm. Oh, warte, ich könnte mit ihm schon so angreifen. Du bist Feuer, right? Oh, we go for the kill. Das Ding. Kaboom. Shabam. So, jetzt müssen wir dich noch loswerden. Oh, ich kann seinen Torike angreifen von hier. Da hat er sich genau hingestellt. Ah, weißt du, das ist sogar gut. Ja, das mag ich. Weil ich habe was, was den Papageiendrachen ausschalten kann. Von daher sehe ich da jetzt keine großen Sorgen. Halt. Plus 10, minus 12, plus 10. Wenn ich es so mache, kann ich dich wegbashen. Der Torike ist mir ehrlich gesagt egal. Vor dem Ding habe ich eh keinen Respekt. Easy. Und Level up. Ja, Mensch. Die gute. Eins hoch. Meine mystischen Kräfte haben mir nicht gesagt, dass dieses Duell so schwierig werden würde. Schwierig? You're almost dead. Gegen den kannst du nicht viel machen, ne? So gut wie gar nichts. Aber du bist hier relativ safe. Du kannst höchstens ein Problem werden. Nö, nicht mal. Er kann mich nirgendwo angreifen. Also. Und noch ein bisschen runter. Flammeer muss ich. Ich schicke ihn, glaube ich, aber einfach mal nach. Weil er effektiver sein könnte als alles andere. Mach's wie letztes Mal. Ich schicke ihn wieder über die Seitenlinie. So, Pegasus, zeig mir, was du kannst. Zeig mir, was du kannst. Komm, spring jetzt noch auf Feuer, nur um mich noch zu buffen. Nee, jetzt schaltest du aus. Jetzt hast du keine Lust mehr. Jetzt, wo ich deinen Papageien weggebolzt hab, ne, hast du keine Lust mehr. Hab ich mir schon fast gedacht. Ja, habe ich mir gedacht. Torike hat nicht viel drauf. 114 ist, tut zwar weh im Portemonnaie. Aber es gibt Schlimmeres. Oh. Auch noch mal gucken. Ich brauche den weißen Drachen wahrscheinlich nicht mal. Ach, da ist die Säule im Weg. Verdammte Säule. Aber ich kann hier hin. Und ihn von da aus weiter nerven. Lavas kann absolut. Er überlebt mit einem HP. Was ist das für ein Match hier? Weißt du, alle überleben so mit einem HP. Aber können denn nichts weiter machen? Also, dich hätte ich irgendwie. Dir hätte ich lieber, dass du die Power kriegst. Oh, yes. Weil Ryokishin levelt ab Level 5. Das dauert also noch. Oh, jetzt ist ein Level up. Speaking of. Er ist schon Level 4. Das ist nice. Level up. Okay, nice. An dich komme ich nicht ran. Du stehst scheiße da. Ich pack dich mal hier hin. Bist du Licht? Bist Licht. Kannst aber nur bis dahin. So, your point is irrelevant. Ups. Ich geh mal nur hier hin.
Was willst du dann machen, großer Junge? Oh, kann ich Lavas wegsnipen? Ich glaube, ich kann Lavas wegsnipen. Ja, completely wegsnipen. Baboom! Du Loser! Kick, 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 kick. Kek, 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 kek. So. Tue, was du tun willst, Pegasus. Tue, was du tun möchtest. Ist mir scheißegal. Was ist das denn jetzt? Wow, he gets desperate. Jetzt hat er wirklich seinen Captain Verzweiflung heimgesucht. Oh, du. Oh, das ist ja gar kein Hund. Na, wer weiß, woher das kam. Ja gut, sich mit dem Ding kloppen könnte ein bisschen dauern. Stein, eigentlich möchte ich auch nicht, dass du stirbst. Just in case. Und bei dir gucke ich mal. Vielleicht kann ich dich ja noch hier irgendwo längs sneaken. Du kannst nicht viel machen. Du kannst mich auch nicht angreifen, wenn ich hier stehe. Yes. Nur nicht jetzt übermütig werden. Nee. Nee, nee, nee. Ah, das war das. Das gibt ihm einen freien Angriff. Das gefällt mir nicht. I do not like. Nö. Nö, wisst ihr was? Nö, komm, dich lasse ich auch da. I have no respect for you. Pegasus, vor dir habe ich absolut keinen Respekt mehr. Ich weiß nicht, was du damit bezwecken willst hier. Mit dieser Aktion. Erst dich wieder ins Turnier pimmeln, jetzt hier das Ding hin und her schieben. Pegasus, so funktioniert das nicht. So machen wir das hier nicht, ja? So machen wir das nicht in einer Society. Oh shit. Aber gut, jetzt kostet mich das halt. Na gut, es kostet mich jetzt meine Walküre. Ich kann mir weitaus Schlimmeres vorstellen. Walküre ist jetzt nicht so der Verlust, sei mal. Ah, gucken wir mal, was können wir denn da jetzt mal noch draus machen? Licht zu Boden. Bringt jetzt nicht so viel, ne? Nee, aber es ist besser als gar nichts. Mit seinen letzten beiden Viechern will er aber auch echt, ne? Da will er nochmal richtig zanken. Und das geht mir gerade auf den Keks, dass ich mich hier nicht richtig platzieren kann, um ihm eine reinzusemmeln mit irgendwem. Weil er sich da jetzt absolut nicht bewegt hat, der Arsch. Bringt überhaupt nichts wahrscheinlich. Habe ich mir gedacht. So weit komme ich nicht. Aber wenn ich hier hingehe. Irgendwann musst du irgendwo hin. Aber du bewegst dich. Diagonal. Wenn ich hier hingehe, wäre das nicht gut. Nee. Ich glaube, ich werde jetzt gerade zu vorsichtig.
Ja, ich schick den Weißen schon mal so langsam nach vorne. Der ist noch frisch. Bis der da zwar ankommt, das dauert noch. Ja. Jetzt gegen Ende habe ich echt nochmal so richtiges Positionenpech. Er hopst wieder durch die Gegend, like it's no tomorrow. Oh nein, nicht mein Kobold. Was soll ich nur tun? Greift er doch tatsächlich meinen Hobgoblin. Okay, tschüss, bye. Ich glaube, der hat Schiss von meinem Flammenmeer. Ich glaube, das ist es. Halt. Hier hin. Nur, um ihn schon mal da zu haben. Babydrache ist safe. Ja, Babydrache ist safe. Er kann 2 und 2. In beiden bin ich nicht verwundbar für ihn. Also in beiden kann er mir nichts anhaben. Sehr nice. Boom. Yes. Level 5. Das heißt, wir können, wenn es gut läuft, in der nächsten Runde erstmal so viel entwickeln und fusionieren, dass ich das schon gar nicht in einem richtigen Duell machen möchte. Weil das wäre Grenze, würde schon an absoluter Retardedness grenzen. Das war jetzt bescheuert. Aber ich habe schon mal Dümmeres gemacht. Jetzt nur aufpassen. Kann 2 und 2 bewegen. Von daher. So, Brook schicken wir auch mal ein bisschen weiter hin. Feuerbrook. Nicht Eisbrook. Sowas ähnliches. So, Pegasus. Manchmal würde ich zu gerne die KI ver. Jetzt hat er Schiss. Jetzt hat er einfach nur Schiss. Jetzt zieht er einfach nur den Schwanz ein. Mehr ist das nicht. So be it. Tja. Da könntest du zwar hin, aber was bringt dir das? Jetzt gehe ich da hin. Wobei Finsternis bringt da nicht viel. Hi. Skid. Ich könnte ihn trotzdem hierher bewegen. Würde nicht schaden. Angreifen kann mich sein anderes Vieh auch nicht. Im Gegenteil. Oh. Warte mal. Shit, es reicht nicht. Aber vielleicht kann ich ihm eine Falle stellen. Shit. Da kann ich nicht angreifen. Das ist ja kacke jetzt. Okay, warte mal. Geh du mal dahin. Geh mal in die Ecke. Naja, und Weißer, du darfst natürlich auch. Vielleicht gibt es noch was für dich zu holen, wenn der damit sich fertig ist. Mit seiner kleinen Aktion da. So, Pegasus, was darf es sein? Ah, lange We Was ist das denn jetzt für eine Aktion? Was ist das denn jetzt für Pegasus? Da denkst du so, oh nein! Oh shit! Was soll ich nun tun? Oh! Oh shit! Was ist das denn jetzt? Hast du Angst oder was? Hier, komm, ich zeig dir Gazelle, da kannst du eh nichts gegen machen. Das Ding ist Licht, von daher. Oh mein Gott! Es ist zwar gar nichts an Damage, aber fuck this! Es ist Erfahrung und das Gute. Oh geil, hier habe ich ihn damit noch im Visier. Ich kann gerade machen, was ich möchte. He surrendered.
Hier darf ich nicht hin, das ist zu gefährlich. Dann gehe ich halt hier hin. Du kannst mich da nicht angreifen. Believe me, das ist eine Mauer. Die existiert gar nicht. Oh, Yugi, bitte nicht so doll, Yamete! Und damit willst du jetzt was bezwecken? Och, wie süß. Ach, wie süß. Willst du damit jetzt irgendein Statement machen, Kleiner? Willst du damit jetzt irgendein Exempel statuieren? Nein, Yugi, Yamete! Ich würde ja zu gern mit ihm hier. Na, also, nur um das mal klarzustellen. Komm, hau ihn nochmal. Punch him one more time. Das ist gratis Erfahrung. Das ist gratis Erfahrungstag. Bring dein Daddy mit zur Arbeit, Tag. Ja, wenn der Bad Boy angreift, ne? Ist sowieso Ende. Pegasus, dann ist sowieso hier, ne? Nein, Yugi, Yamete. Könnte ich jetzt beenden? Bist du stark genug? You're strong enough? Nein. Und das würde ihn dann töten. Und das möchte ich gerade nicht. Deswegen parke ich dich mal hier. Ja, und als ob ich mit dem weißen Drachen Angst vor seinem, was auch immer das ist, hab. Pegasus, du bist umzingelt. Lass es gut sein. Gazelle doesn't even care. Den habe ich da einfach nur geparkt. Und jetzt gerade kann ich mir aussuchen, wer noch Erfahrung kriegt und wer nicht. Es ist wie gratis Ballontag. Ich bestimme, dass du einen gratis Ballon kriegst. Boom. Ich bestimme, dass... Oh, du kriegst kein gratis Ballon. Okay, gut. Gut, dann bestimme ich halt, dass du einen ganz großen gratis Ballon kriegst. Nimm den Helium-Tank mit. We're going to space. Das wird dir den Rest geben. Alter. Ich hab verloren? Yes. You suck. You activated your suck card. Wow. Und so, Piggledy hat verloren. Das Glück hat mich verlassen. Fortuna ist ein wählerisches Geschöpf. Vielleicht steht sie dir ja beim nächsten Mal zur Seite. Ja, vielleicht. Wenn dieser Tag kommt, nimm dich in Acht, Yugi. Okay. Okay. Yugi ist like, okay. You say so. Dipshit. Alter, das war, ne? So, jetzt. Ich bin Level Up. Feuermeer ist ein Level Up. Oh, Stahlskorpion, wirklich? Tu mir das nicht an. Du bist ein Furz von der Fusion mit einem guten Monster entfernt. Ich bomb einfach meine... Weißt du was, ich bomb die einfach aufs Maximum. Fuck this shit. Yes. Hat er gerade noch mehr Power gekriegt? Dich, merkwürdiges Ding, will ich haben. Und...
Na ja, komm. Ich darf sowieso 3 haben. Das lief doch gar nicht mal so schlecht fürs erste Duell. Wir haben nur ein Monster verloren. Ist nicht so tragisch. Und wir können jetzt eine Menge Zeug fusionieren. Das Problem ist, wie machen wir das jetzt am besten? Für den nächsten Gegner einfach mitnehmen, losen und sagen, so, well, yeah, sucks, right? Ich meine, wir behalten die Monster, so ist es ja nicht. We can try. Wir versuchen es mal. Ishizu, wirklich? Wir suchen nach Boss-Charaktern und Ishizu, wirklich, du? Okay. Fine. Ich habe immer noch das Gefühl, ihre... Ne? Sind größer als in der Serie, just saying. Just saying. Muss ja niemand, ne? Muss ja niemand wissen. Muss ja niemand gesehen haben. Ne? Oh, so idyllisch hier. So ruhig. So chill-sonig. Oh. Ishizu. So ein Glück. Ich dachte nicht, dass ich dich jemals wiedersehen würde. Why? Schon klar. Du glaubst nicht an Dinge wie Glück und Zufall. Du wusstest, dass wir uns wieder treffen würden. Ja. Der Strom der Zeit hat mir von dieser Zusammenkunft erzählt. Why? Ja. Ich muss nicht in die Zukunft blicken können, um zu wissen, dass dieses Duell noch schwieriger wird als das davor. Es wird Zeit, dass wir anfangen, Yugi. Also gut, Ishizu. Wieso sie? Von allen, die wir hätten nehmen können, warum sie? Das ergibt keinen Sinn. Yes. Gott, die Map sieht schon wieder funky aus. Licht, 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 Wind, Licht, Wind, Wind, Licht. Mehr nicht? Das heißt, ich müsste einen Wald mitnehmen. Und ein bisschen Döner.